Hallo und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4 Legacy Challenge. Ja, unsere beiden süßen kleinen Simsies schlafen hier noch ganz gemütlich. Ich spule das mal ein bisschen vor, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, mit Lara müssen wir jetzt noch einmal auf die Arbeit, bevor es dann ins Wochenende geht. Und mit Jay genau dasselbe. Gut. Wer ruft jetzt schon wieder an? Ich habe von deiner Beförderung gehört. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde, wir. Okay, ich habe jetzt eine kleine Pause, als ich das letzte Mal gespielt habe, aber ich dachte, wir ist länger her, als wir befördert wurden. Und ich stehe nicht irgendwo mitten in der Nacht auf, nur um meine Beförderung zu feiern. Und sie haben alle beide keinen Spaß mehr. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal was frühstücken. Gut. Dann geh du mal was essen. Und wir können dann eigentlich auch langsam mal aufstehen und auf die Toilette gehen. Jay muss ja auch gleich weg. Das heißt, mit Lara programmieren wir dann heute noch fleißig oder spielen das mal Videospiele und wir hatten das schon. Ja, gut, wir könnten mit dir echt mal ins Fitnessstudio gehen, damit du so ein bisschen, ja, dein Merkmal, dein Bestreben erfüllen kannst. Aber gut, solange das jetzt, genau, du gehst jetzt erstmal spielen, damit du ein bisschen mehr Spaß hast. Was ist das? Ja, gut, dazu kann man da mal irgendwann machen, dann geht ja auch Spaß hoch. Was ist das hier? Joggen gehen. Ja, joggen gehen kannst du auch gern mal machen. Genau. Wie lange brauchen wir denn eigentlich, bis wir Level 9, 10 der Programmierfee? Oh, das ist echt nicht mehr viel, weil wir brauchen nur noch Kopfrechnen. 18%. Solange ich richtig rechnen kann. Müssen es noch 18% sein, bis wir dann voll sind und spiele. Oh, wirst du jetzt schon. Was ist denn jetzt los? Achso, du bist angespannt. Gut. Und Spiele, Videospielfähigkeiten. Ja gut, das dauert noch eine ganze Weile. Oh. Sehr schön. Und du musst. Ach du Scheiße, du musst schon längst los. Ah ne, gut, erst um 10. Ha, 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 ha. Nein, nicht erwaschen, bitte. Lieber so. Nein, böse. Oh, nee. Das ist auch egal. Spiele spielen. Und zwar machen wir die Zuflucht. Komm, schön spielen. Bis der Spaß oben ist und dann programmieren wir irgendwas. Programmieren. Und zwar. Wir hacken einfach mal wieder ein bisschen. Nationalen Sicherheitsdienst. Wir müssen dann aufpassen, weil wir dann auch gleich auf die Arbeit müssen. Ja, wir hacken dann einfach mal so ein bisschen was. Nee, ich will aber nicht mit dir weggehen. Du bist nervig. Okay, 45% eigentlich, 75 meine ich. Wir könnten eigentlich da noch ein bisschen spielen. Damit wir das voll kriegen, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Aber okay, gut. Wir haben dann, denke ich, noch mal genug zu. Was ist mit dir jetzt los? Gut. Du musst halt nur programmieren hochgehen, weil du würdest auch sicherlich bald befördert werden. Ah, gut, das kriegen wir am Wochenende hin und dann wirst du dann am Montag befördert. Vielleicht kriegen wir das mit Lara hin, dass sie befördert wird. Weil dann wären wir schon Level 9, denke ich mal. Ja, genau, du spielst jetzt. Oh, jetzt ist es abgeschlossen. Dann hacken wir jetzt mal noch ein bisschen weiter oder programmieren ein bisschen weiter. Ach komm, wir hacken jetzt einfach mal alles durch. Programmieren, hacken, das noch. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, bevor wir auf die Arbeit gehen, dass wir hacken. Dass wir Level 10 der Programmierfähigkeit werden. Und ich denke, das kriegen wir auch ganz gut hin. Und du musst dann duschen gehen, bevor du auf Arbeit gehst. Duschen. Ja gut, das reicht dann auch. Ja, Level 10. Sehr schön. Und was haben wir denn? Lara kann jetzt Supercomputer hacken. Das ist cool. Vielleicht kriegen wir es dann auch endlich mal in unsere Jobleistung zu hacken. Weil, hör auf, du musst schnell. Wann müssen wir auf Arbeit? 17 Uhr. Oh. Naja, nach der Dusche darfst du dann gehen. Habe ich überhaupt eine Nachricht bekommen, dass ich gleich auf Arbeit muss? Tschüssi. Schönen Tag. Gut, dann müssen wir, sein Tastenklopfen hat es von Lara. Zum Schweigen bringen?
Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich habe jetzt gar nicht gelesen, ob es jetzt gut oder schlecht war. Wir können uns aber mal mit unseren Kollegen anfreunden. Und du gehst jetzt hier Spiele spielen und zwar Sportspaß spielen. Aber kriegst du eigentlich auch von Joggen? Warte mal, da könntest du theoretisch mal joggen gehen. Vielleicht kriegst du ja davon auch Spaß. Kann ja sein, wenn du so Fitness-Freak bist, mäßig hier aktiv. Kann ja sein, dass dir Joggen sehr viel Spaß macht. Probier das mal aus. Ja gut, wir haben ja am Wochenende Zeit. Mal sehen, wie wir das nutzen. Und, geht er hoch? Ja, ein bisschen Spaß geht hoch. Sehr schön. Na, dann macht das mal eine Weile. Und wir warten jetzt einfach, bis der Tag herum ist. Du willst was machen? Ein Schaumbad nehmen. Du bist angespannt. Okay, gut. Er geht schon von alleine duschen. Das ist ja sehr, 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 sehr schön. Und wir müssen bald wieder was kochen, glaube ich, weil ich, ja, es ist nämlich nur noch zwei was da. Ah, das können wir auch alles morgen machen. Ich überlege, vielleicht gehen wir morgen wirklich mal ins Fitnessstudio. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wie lange brauchst du noch? Ah, wir müssen mal ein bisschen fleißiger arbeiten, wenn wir das voranbringen wollen. Und wir können ja dann noch mal hier ein bisschen programmieren gehen. Und zwar programmieren üben. Ich finde es übrigens sehr sozial von dir, dass du den Teller nicht wegräumst. Kann ich nämlich mal wegbringen. Ja gut, aber so die Arbeitsleistung geht jetzt auch nicht wirklich sehr schnell hoch, obwohl wir eigentlich ziemlich viel geschafft haben. Und in einer Stunde werden wir das auch nicht mal schaffen. Gut. Das war da nichts. Aber wir haben einen Urlaubstag bekommen. Einen Urlaubstag bekommen. Ja, unser Spaß ist jetzt auch ziemlich niedrig. Vielleicht soll ich das wirklich einfach mal mit hier. Geht ja auch Spaß hoch. Was wünschst du dir denn? Ich sehe es nicht. Ah, ja, schön. Was? Buch analysieren. Gut, ein Bücherregal könnten wir jetzt auch mal zulegen. Wir haben auch ziemlich viel Geld eigentlich. Können wir jetzt eigentlich irgendwas Neues programmieren? Programmieren. Handy-App programmieren, nicht so irgendwie was jetzt Neues, oder? Aber wir können ja unsere Arbeits... Ach, Supercomputer. Ah, okay. Ja, genau, ihr könnt gleich schlafen. Frühstück dürfte auch nichts mehr da sein eigentlich, oder? Doch, noch drei sind übrig. Ja gut, schlaft erstmal. Und wenn ihr noch wach seid, könnt ihr gerne... Wie sieht's aus? Okay, Jay ist zuerst wach, dann darf... Okay, Jay muss auf Toilette. Dann darf Jay auf Toilette gehen und du darfst was essen. Und du darfst dann natürlich auch was essen. Und zwar auch Pfannkuchen. Ja, eigentlich könnte ich jetzt mal langsam wieder ein bisschen ein Haus rumbauen, aber ich denke, ich spare jetzt erstmal ein paar Simoleons drin, bevor ich hier weiterbaue. Wir müssen dann natürlich auch mal langsam so an den Nachwuchs denken, denn irgendwann müssen wir auch mal unsere Generation weiter voranbringen. Aber da will ich echt warten, bis wir ein Level, sag schon, Level 10 sind mit Lara. Und dann können wir die Generation, also die Kinder dann in den Angriff nehmen. Und wie sieht es sonst mit den Bedürfnissen aus? Gut, dann unternehmen wir heute irgendwas. Dre muss nur noch aufessen und dann können wir losgehen. Okay, dann machen wir mal. Wer ruft jetzt an? Nein, obwohl, das hätten wir uns eigentlich machen können, aber. Und zwar reisen. Wir reisen mit Jay. Und zwar mal gucken, wir hinreisen. Einfach mal ins Fitnessstudio. Ach komm, was haben wir? Wir gehen einfach mal ins Fitnessstudio. Da kann sich Jay mal ein bisschen austoben und wir können ja versuchen, ein bisschen mit Sport zu machen. Ja, gut. Wird schon klappen. Gut, dann müssen wir auch mal gucken. Weil, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Ja, gut, wir können dann noch. Ja, das können wir dann alles noch machen. Gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen aufs Laufband und du kannst ja hier trainieren gehen. Du bist ziemlich angenervt, oder? Was habe ich denn jetzt verdient? Oh, das wieder. Das ist ja sogar ein Wunsch und ein Fitness. Na gut, dann können wir probieren, ob wir mal 8 Stunden durchtrainieren können.
Genau, und du kannst hier schön rumrennen. Das ist doch sehr schön. Fall nur nicht hin, okay? Wer bist du? Irgendjemand. Okay. Aber nicht trainieren vergessen, ja? Dafür sind wir schließlich hier. Mal gucken, vielleicht können wir... Ich weiß gar nicht, habe ich schon Restaurants aufgestellt? Könnte man ja so als... Ich wollte gerade sagen, was ist das für eine Musik? Aber gut, das ist der Fernseher. Na komm, Jay, du kannst ruhig nochmal trainieren gehen. Einmal. Und dann können wir uns dann fertig machen gehen und dann vielleicht in ein Restaurant oder so gehen. Gut. Ist das eigentlich egal, in welche Duschen man hier reingeht? Weil dann kannst du hier hingehen. Und du gehst dann einfach hier in Duschen. Oh Gott, wir stinken hier total. Sind total dreckig. Dann geh mal schnell. Wieso geht's denn jetzt nicht mehr duschen? Geh mal duschen. Bitte. Das ist sehr kritisch hier mit dir. Genau, schön in das Wasser. Und Jay, wie lange trainierst du noch? Ja gut, noch eine Weile. Du kannst auch gerne noch ein bisschen trainieren. Ja gut, wir haben die 8 Stunden übrigens fast voll. Aber ich denke, das schaffen wir nicht mehr. Genau, hör jetzt auch mal auf mit trainieren. Oh, wir duschen. Warte, warte, renn ich. Okay, gut, du gehst dich schon alleine umziehen. Wir können ja dann nochmal gleich auf Toilette gehen. Wenn einer dabei sind, gehst du jetzt duschen? Duschen? Da. Danke. Und dann können wir mal gucken, wie wir als nächstes hinfahren. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal auf den guten Herrn warten, bis er fertig ist. Du brauchst noch lange? Fertig? Danke. Geh dich mal umziehen. Sieht schon übelst unnormal mit den Muskeln aus irgendwie. Ja, na ja, gut, kriegen wir ja schon wieder hin. Und zwar reisen wir jetzt nochmal. Ja, das könnte ich dann alles später machen. Genau, wieder mit Jay. Ja, mal gucken. Habe ich jetzt schon Restaurants aufgestellt? Ich weiß es gar nicht. Doch, habe ich tatsächlich schon gemacht. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir jetzt einfach mal ein Bistro Latin. Latin. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird oder welche Sprache das sein soll. Es tut mir leid. Aber, naja. Gut, dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt feines essen. Geschweige denn, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Restaurant ist. War das ein italienisches Restaurant? Und ich kenne dieses Restaurant. War ich hier schon mal überhaupt? Ach, das ist dieses kleine Bistro hier. Na gut, reicht auch aus. Ist zwar nicht ein übelst luxuriöses Ding, aber völlig ausreichend. Ja, komm. Ja, was machst du denn jetzt schon wieder mit wem? Ja, dann hör doch auf, mit Veronika zu plaudern. Ui, wir gehen sogar raus auf die Terrasse. Das ist natürlich sehr schön. Hat uns jetzt nicht zu diesem Tisch geführt, sondern zu diesem. Draußen ist doch immer schön. Gut, dann würde ich mal sagen, bestellen wir doch mal gleich für den Tisch. So, Lilla. Was bestellen wir dann? Gut, zum Trinken würde ich sagen, saurer Punsch bestellen wir für mich, also für Lara, und ein Malzbier flott für den guten Jay. Gut. Ja, zum Essen, das ist ja auch eine ziemlich große Auswahl da. Ich würde sagen, ich nehme irgendwas mit Fisch. Fisch ist lecker. Ich denke, ich nehme einen Bratfisch. Und Jay geben wir einfach mal ein Steak. Komm, kann nicht schaden. Genau. Dann bestellen wir mal. Fackel da drin nichts ab. Nicht, dass das hier alles in Flamme aufgeht. Gut, wir können ja währenddessen so ein bisschen plaudern. Nein, wir bitten jetzt nicht unser Freund zu sein. Lernen ihn einfach mal ein bisschen kennen. Baina Wexa? Dann können wir mal aufreizen, pausieren.
Ja, gut. Warte. Gut, mal gucken, wie lange es dauert, bis unser Essen da ist. Wir können ja auch mal gucken, wer sonst noch so hier ist. Wieso leuchtest du so? Bist du ein Alien? Oder war was in den Essen drin? Sehr schön. Und wie lange noch? Hängt hier ein Bär? Ach, wirklich. Ja, gut. Mal gucken. Was bestellen die denn hier alles so Schönes zu essen? Chili, Lachs, Gartensalat. Und du? Du bist im Weg, Kellner. Macaroni und Käse. So, mal sehen, wie lange es noch dauert. Warte, ich will mit dir reden. Lustig, und zwar, dann machen wir mal einen Witz beenden. Und jemanden parodieren. Und da kommt auch schon unser Essen. Vielen Dank. Das sieht ja wirklich gar nicht mal so übel aus. Das Getränk sieht voll lecker aus mit der Erdbeere und der Zitrone. Was hat denn Kirsche? Ja, ihr könnt ja noch essen. So, ich komme aus dieser Ansicht wieder raus, die ist vielleicht ein bisschen gruselig. Aber sie trinken ja schon mal. Ich verstehe nicht, wieso die sonst immer zuerst ihr Getränk voll komplett leer trinken und dann erst anfangen zu essen. Wäre es nicht erst irgendwie los? Ah, gut. Sie ist doch nebenbei. Ich würde gerade fragen, wäre es nicht logisch, das irgendwie gleichzeitig zu machen? Aber das machen sie ja. Das ist sehr, 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 sehr schön. Also ich weiß, was wir danach machen gehen, auf jeden Fall. Wir gehen da nämlich zum Romantikfestival. Mal gucken, wie lange geht das Ding? Mal, muss mal ganz kurz gucken. Das geht bis 1 Uhr. Naja, da haben wir ja Zeit noch ein bisschen. Dann können wir uns dann vielleicht noch einen Nachtisch gönnen. Sobald Lara ihren Bratfisch aufgegessen hat. Obwohl, eigentlich können wir auch auf dem Festival was essen gehen, oder? Genau. Okay, komm. Dann reisen wir jetzt mal mit Jay und zwar... Warte, wir machen das anders. Festival und so zum Romantikfestival reisen. Mit Lara, genau. Gut. Ich, das ist wieder ewig lang suchen, sind mein Schuno, wo das jetzt genau war. Und wir müssen noch Ach, egal, ich schicke uns die Rechnung sowieso nach. Ich vergesse irgendwie immer zu bezahlen und dann kommt immer so eine Nachricht, du hast vergessen zu bezahlen. Deine Rechnung wurde dir geschickt. Oder irgendwie sowas. Das ist immer so schön. So, mal gucken, was wir jetzt so Schönes machen. Ein bisschen Punsch trinken und fröhlich durch die Gegend laufen. Achso, ja gut, jetzt ist das Geld abgegangen. Und das sind wir schon. Ja, ich weiß, ich bin vergangen und die direkt nur zu bezahlen. Ich böser Besucher. Wir könnten rein theoretisch auch malen. Es sieht ja alles so wunderschön hier aus. Oh, diese Musik, die ist so beruhigend. Und so schön. Was gibt's denn zu essen? Er hat nicht so tolle Sachen. Ja, dann werft mal Blüten. Du singst doch jetzt nicht etwa, oder? So tust du das. Du kannst nicht singen. Das weißt du ganz genau. Ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. Was ist hier für ein Wunsch? Herd kaufen. Ja, wir haben einen Herd. Jay, was machst du, Schickes? Komm, du kannst ja mal reingehen und gucken, was Lara so Schönes macht. Sie macht irgendwie gar nichts. Soll sie schon singen und ist es einfach wieder ein Bug, dass ich das nicht höre? Ich glaube ja schon. Okay, mal kurz auf. Ich weiß, was wir machen. Duett singen. Country. Mit. Wieso kann ich nie mit Dings singen? Mit Jay. Jay, komm her. Duett singen. Mit. Nein, Mädchen. Ja, ich weiß, es ist nicht gut. Okay, es tut mir leid, dass ich es nicht kann. Aber ich wollte es üben. Okay, irgendwie können die beiden nicht zusammen singen. Das ist irgendwie komisch.
Ja, dann plaudert mal. Wir müssen jetzt hier irgendwas Produktives noch machen, sonst bringt's ja überhaupt nichts. Komm, wir gehen mal zu diesem komischen, um weißen Rat des Romantikgurus bitten und, Guru nach aktueller Beziehung fragen. Und das gleiche machen wir einfach auch mal. Nach aktueller Beziehung fragen und um weißen Rat bitten. Vielleicht führt es uns ja zu irgendwas und du sollst es nicht wieder ein Getränk bestellen, Mädchen. Hör auf, böse. Geh, woanders hin. Geh den Romantikguru fragen. Komm. Ich habe eine Watt im Blickfeld. Möchtest du jetzt gehen? Geht Shay schon? Shay geht. Aber der Romantikguru ist weg. Was? Wo ist der Typ denn jetzt hingerannt? Jetzt bedenkt er sich mal wieder hinzugehen. Komm, geh mal hier hin. Du kannst was von dem Tee trinken. Du kannst dann auch was von dem Tee trinken. Und was sagst du jetzt Tolles? Irgendwie denke ich, es wird doch Schlechtes werden. Nie wollten schon. So, vielleicht war es ja doch gar nicht so schlecht. Und? Einige behaupten, die Liebe reißt uns auseinander. Andere sagen, die Liebe schweißt uns zusammen. Du musst selbst entscheiden, an was du glaubst. Ja, danke, du hast mir jetzt wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Wir fragen mehr nach unserer aktuellen Beziehung mit ihr. Nicht Eck. Sobald sie dann sich bereit dafür fühlt, ihn zu fragen. Sehr schön. Ja, und? Wie sieht's aus? Okay, es ist irgendwas mit Flammen. Liebesbriefe, die im Flammen stehen? Und dazu gibt's einen Busch raus? Wenn den Rosen sind? Ich verstehe, oh, dieses Schicksal ereilt uns alle einmal. Mach keine Pläne mehr. Oh, er hat uns nichts Gutes vorausgesagt. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass es wirklich schlimm ist. Komm, wir fragen mal nach unserer aktuellen Beziehung. Vielleicht sagt der Jay was Gutes vorher. Das kann ja sein. Ja, jetzt will er natürlich nicht. Ach, diese wunderkleinen, vollen Sims. Wir können uns ja trotzdem hier so ein bisschen Antrag... Aber wir könnten jetzt eigentlich einen Antrag machen. Soll ich einen Antrag machen? Oder soll ich damit noch warten? Obwohl wir das eigentlich machen könnten, oder? Ach komm, wir machen jetzt einen Antrag. Kommt dabei, der ist eine schöne Stelle. Ruhig auch hier. Wir gehen mal hier hin, vor diesem wunderschönen Hochzeits... Nein, böse dreh ich. Dankeschön. Aber wieso dauert das denn so lange? Geht mal bei dir hier hin. Hier hingehen. Und du gehst auch hier hin. Obwohl es jetzt vielleicht gar nicht so gut ist, weil er vorausgesagt hat, ist das nicht so. Aber wir probieren es einfach aus. Wie, du sagst nein. Oh, Jay muss auf Toilette. Warte, Jay, dann gehst du zuerst auf die Toilette. Hier, Toilette benutzen. Und wir gehen auch mal auf die Toilette, bevor wir das machen. Kommt, geht mal schnell auf die Toilette und dann könnt ihr hier kommen. Hier hingehen. Sims, kommt. Sehr schön. Wundervoll. Und zwar, was hat er eigentlich... Achso, ich habe ihn ja gar nicht gefragt nach unserer Beziehung. Romantisch. Leidenschaftlich küssen. Können wir einfach mal machen. Und dann würde ich sagen, machen wir. Heiratsantrag machen. Da gucken wir auch dann mal. Wer sagt sie nicht nein? Ich dachte, schmeißt du den Ding noch. Wir könnten Pflanzen ernten. Halt, stopp. Ich weiß, das ist gerade voll, indem ich diese wunderschöne Atmosphäre unterbreche. Ich freue mich gerade übelst, dass ich verlobt bin, weil das ist so toll. Und dann kommen wir unseren Ziel so sehr näher. Aber ich muss jetzt Pflanzen ernten gehen. Hier, du gehst hier ernten, weil damit können wir Geld verdienen. Und Geld heißt unser Haus ausbauen. Und ja, das brauchen wir. Ein ausgebautes Haus. Geht mal ernten. Und danach können wir weitermachen. Warte, diese Pflanze... Ah, gut. Ernte erstmal, dann gucken wir weiter. Lass mich raten, ich habe 20.000 Sachen fünfmal angedrückt. Gut, dann gehst du das ernten, dann gehst du das ernten. Warte, nein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen.
Aber egal, kannst du noch mal angucken und das da ernten. Und du? Oh. Kannst du noch das hier ernten gehen? Wann verkaufen wir das Ganze nämlich wieder? Och, nö, kommt jetzt jedes Mal dieses dämliche Meldungsding. Ernte die in diesem 450 Felde Pflanzen. Sehr schön, das haben wir ja wohl geschafft. Und hier ist noch eine Pflanze. Kannst du nämlich ernten gehen. Sehr schön, also dann können wir dann irgendwann wirklich noch, wo bist du jetzt hingerannt hier hinten? Irgendwann unser Haus weiter ausbauen. Wow, die Bilder, das sehen ja cool aus. Ist ja mega cool. Also klar, es ist jetzt nicht, aber der Krake ist ja mega süß. Kann man das kaufen? Komm, wir kaufen das mal. Das könnte man ja eher vielleicht später ins Kinderzimmer hängen oder so. Weil das ist wirklich mega süß gemacht. Oder warte, nein, mach's nicht. Ah, scheiße, ich wollte jetzt noch handeln. Und es tut mir leid für diesen Ausdruck. Das wollte ich nicht sagen, wirklich nicht. Aber es ist mir gerade einfach so rausgerutscht. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich verdammt sagen oder unschön. Hier. Dann mach das mal. Ja, gut, Dateplan machen wir jetzt nicht. Und zwar, ja. Ja, können wir machen. Also heiraten machen wir jetzt aber noch nicht. Das wäre dann ein bisschen zu spontan und schnell. Aber das können wir dann erst zu unserer Zeit machen. Wir reden einfach mal über unsere Bindungsangst. Vielleicht versteht sie uns dann, wenn wir uns nicht mehr so gebindungsängstigt. Dieses Wort gibt es nicht, ich weiß. Nein, sie hat kein Verständnis dafür. Oh nein, nein, bitte trennt euch jetzt nicht, oder? Habe ich jetzt alles kaputt gemacht? Oh, nein. Oh. Ich dachte schon, habe ich jetzt alles versaut. Ich dachte, ich habe schon alles versaut, aber nein, habe ich nicht. Gerade nochmal nicht. Irgendwie, nein, ich will nicht zu den Ruinen gehen. Was willst du denn da schon wieder? Nein, hör jetzt auf damit, bitte. Du machst alles noch schlimmer. So, dann machen wir einfach mal sowas hier, damit wieder so ein bisschen Stimmung reinkommt. So, genau. Dann unterhaltet euch mal. Wir sind auch müde. Das heißt, wir können dann so langsam wieder nach Hause gehen. Ja, wie gesagt, das mit dem Heiratsantrag war jetzt gar nicht geplant. Das war jetzt ziemlich spontan, aber ich dachte, hey, wenn ich jetzt, wann dann? Ich meine, sein Romantikfestival ist ja auch die optimale Voraussetzung dafür. Aber wir können dann langsam wirklich nach Hause gehen. Und dann einladen, über Nacht zu bleiben. Wir wohnen eh zusammen. Ja gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir das dann mit der Hochzeit machen. Hast du eigentlich eine Familie? Jetzt mal so ganz dumm gefragt, nein, hast du nicht. Gut, dann könnten wir jetzt so ein paar Freunde dann zu einer Hochzeitsfeier einladen. Aber Freunde haben wir jetzt auch nicht, du auf jeden Fall nicht. Hat hier Lara so ein paar Freunde? Ja, hier so die, so ein paar Einzelne. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Ich würde sagen, wir, obwohl wir warten noch das Ende ab und danach können wir dann wieder nach Hause gehen. Ich habe nur diese Wand vor dem Bildschirm. Dieser Blick sah gerade ein bisschen creepy von ihm aus. Wir parodieren jetzt mal jemanden. Ja, wie gesagt, das ist jetzt auch alles vorbei. Ich würde sagen, ach so, erst in einer Stunde gut. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Dann joggt mal nach Hause oder rennt oder... Ja, lauft ein bisschen schneller. Warte mal ganz kurz, hängt hier irgendwas dran? Ja, nein. Vielleicht. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt auch erstmal wieder eine Pause. Und wenn es geladen ist, natürlich erst. Aber ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Muss ich mal gucken, was wir da machen. Ich würde sagen, wir bringen dann auf jeden Fall Jays Leistung ein bisschen voran, was Programmieren und so angeht. Vielleicht fangen wir auch an, das Haus ein bisschen umzugestalten. Muss ich mal gucken. Und Lara hat sich direkt hingelegt. Das machen wir jetzt mit Jay einfach auch. Und dann mal gucken. Ja, mit unser Ziel ist dann natürlich in der, ich denke, wir schaffen das dann zur übernächsten Folge, befördert zu werden. Vielleicht hacken wir ein bisschen unsere Jobleistung. Mal gucken, was wir denn alles so schaffen. Und hier kann ich einen Teller wegwerfen. Und wir müssen auf jeden Fall wieder das kochen.
Ja, und wir müssen die Toilette putzen und wir müssen so viel anderes noch machen. Aber okay, gut, das soll es jetzt für jetzt erstmal wieder gewesen sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich verabschiede mich mit Ciao, ciao!